Moin Moin! Und Tradition bleibt Tradition, grüßt euch da draußen! Tja, also neues Projekt, ihr habt es ja mitbekommen, der gute Herr wollte sich ja sowieso schon kaufen, ne? Hier, wir haben jetzt Watch Dogs und das zocken wir mal vor euch an. Der ja. Gute Mann kann euch schon ein bisschen was dazu sagen, ich muss gerade mal hier, ne? Ja, macht das mal. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen angezockt schon und diesmal um euch ein bisschen mehr zu zeigen. Ich habe auch hier mein Handy und habe auch diese App. Ah, da war's. Da! Was soll denn der Scheiß? Ja, steht doch drauf. Hacking is your weapon, ne? Okay. Kannst du jetzt bitte aufhören? Nein. Können wir jetzt bitte damit anfangen, das Spiel ja, zu spielen? Ja, okay, wir bleiben jetzt ernst. Oh. Intro! The Smasher. Siberian. Der Uschi wird den Player machen. Man kennt es ja nicht anders. Das ist ja schließlich auch sein Spiel, seine Konsole. Ja, das ist ja. Oh. Also, wir haben jetzt nicht den Anfang rausgefischt, wie ihr mittlerweile kennt. Schalten wir eigentlich mal ein bisschen weiter im Spiel geschehen hinein. Jo, wir wollen ja nicht spoilern, ne? Genau. Sonst hätte ich ja draußen ja auch keinen Grund mehr, das zu kaufen. Ja, also zu Watch Dogs ist zu sagen, das ist sehr stark an GTA und also auch Assassin's Creed wohl erinnert, so eine Mischung aus beiden. Es gibt hier, das hat der gute Kollege hier schon mal ein bisschen vorbereitet, das funktioniert leider momentan nicht, eine eigene App, die fürs Tablet ist. Ich wollte das ja eigentlich auch separat abfilmen, aber wie ihr gerade lest, sind die Server hier ungemein voll und überlastet und scheint die App auch noch nicht ganz so zu funktionieren. Ich habe dir Sandy schon mal erklärt, wie das so einigermaßen eigentlich laufen soll. Das kann er euch ja jetzt gleich mal verklickern. Ja, und zwar kann ich, während ich dieses Ding hier benutze, in sein Spiel sozusagen mit eingreifen, dass er dann halt den normalen Player macht und dann halt auch, wenn er dann halt gejagt wird, dann halt auf der Flucht ist und ich kann dann halt hier die Polizei irgendwie dirigieren mit die Boller und mit die Ampeln und so weiter. Krempel, dass ich dann halt hier die Ampeln Phasen beeinflussen kann und so ein Scheiß, also von daher es wäre ein ganz interessantes Projekt, das mal jetzt zu testen, aber leider, wie ihr seht, funktioniert das Ganze ja auch jetzt nicht so, aber was wir noch erwarten, das Spiel ist ja auch gerade erstmal raus, also von daher müssen die Server auch erstmal eingestellt werden, den ganzen anderen Shit. Und jetzt sind wir auch mal mitten im Spiel geschehen. Wir gucken mal, wie sich die Grafik hier so macht. Dafür, dass es eine One ist, muss ich sagen, sehe ich jetzt also nicht unbedingt so das, was mich jetzt mal baut. Das ist jetzt auch, also man... Ach, wie soll ich sagen, man sieht schon, dass das alles schon ein bisschen schärfer ist, wie auf der Xbox. Also ich habe mir ein paar Vergleichsvideos angeguckt. Aber es ist jetzt nicht, dass man jetzt erwartet, wow, das ist jetzt Next Gen. Das ist noch hier noch lange nicht geschehen. Also es ist Xbox 1.5, beziehungsweise Xbox 360 1.5. Ja, aber wie gesagt, man sieht es hier auch, die Klamotten, die wackeln schön und fliegt hier ab und zu auch rollt so ein paar Dosen rum. Man merkt schon, die Leute haben es hier nicht so mit dem Geschehen oder mit der Sauberkeit. Der Straßenhygiene. Ja, das ist da so ein bisschen so in die Ecke pissen und kacken. Das ist alles so. Also so ein richtig schönes Slum-Ghetto, ja? Also was ich bis jetzt sagen kann, dass die Steuerung an sich halt fast typisch Assassin's Creed ist. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es funktioniert halt. Und ich denke mal, wie du vorhin schon gesagt hast, lila Stiefel. man sieht ja auch hier, das finde ich ganz geil, dass sogar die Passanten, du siehst, da wackelt die Mütze. Da wackelt die Jacke, da wackelt der Po, na gut, das haben wir schon immer hingekriegt. Und ich könnte jetzt mein Handy jetzt rausholen, Zacki-Schewski, und könnte mir die jetzt zum Beispiel angucken. Zog sich bei Muskelverletzung zu. Was steht da? Muspeed? Was ist das? Sag ich, du bist doch hier. Könnte ein Sportart sein. Naja, guck mal, Bingo-Ansagerin und verdient Einkommen 26.600 Euro im Jahr. Denke ich mal, das ist ein Jahr, also im Monat wäre ein bisschen viel. Also der Vision hinterherlaufen, die 40. Genau, und hier zum Beispiel, die telefoniert gerade, die olle Kuh. Die könnte ich jetzt, die hacken wir jetzt einfach mal und jetzt kann ich mir die Unterhaltung zuhören. Also, ich habe nichts gefunden, aber man kann dann halt auch Verbrechen quasi vorahnen. Bei den dicken können wir ja auch mal hier, die fette Sau. Was kriegen wir hier? SMS mitlesen.
mehr WhatsApp. Guck mal, hast du das Handy, wo ich gesagt habe? Ja, ich muss echt tief in die Scheiße sitzen. So. Jetzt könnte ich quasi die Sache quasi hinterhergehen. Machen wir einfach mal. Handy weg. Wir requirieren gerade ein Auto. Oh, und heizen einen Vaganten über. Ja, das ist natürlich richtig toll. Warum machst du eigentlich jetzt, wo wir hier ein Spiel spielen, wo du eigentlich gegen Kriminalität bist, die ganze Zeit nur Scheiße? Ja, das ist. Das Schlimme ist, das ärgert mich auch immer nach Fragezeichen. So, wollen wir mal gucken. Fragezeichen. Jetzt suchen wir uns den Typen raus, der hier. Ist das der? Ne, jetzt haben wir so einen Bankkontozugriff. Ist das sie vielleicht? Nein, ich sag dir, wenn der nicht mit denen einlädt, hat keine Ahnung, wozu die. Kann sogar das Dings abstürzen lassen. Ah, guck mal, da liegt es schon. Bleib locker. Die sind schlau. Die könnten sofort ganze Städte übernehmen oder ganze Staaten. Vergiss das nicht. Ah, gleich abbrechen. Öffnen. Was haben wir da? Oh, guck mal, eine chemische Bombe war da, siehst du? Das haben wir das schon mal verhindert und haben chemische Komponenten bekommen. Instabile Komponenten gekriegt. Also was ich bis jetzt sagen muss, das ist, diese Autofahrerei, die ist mir sehr doll arkadlastig. Also das ist so eine Sache, die mir jetzt persönlich nicht so doll zusagt. Ich kann ja jetzt hier dir mal das Ding geben, mal gucken, was du dazu sagst. Ich mache einfach mal die nächste Hauptmission. Dafür, das ist ganz geil gemacht, man gibt ja was drauf. Leider gibt es hier nicht immer eine Schnellreise, das ist ein bisschen doof. Also ich habe es jetzt nur ein, zwei Mal gehabt, dass du eine Schnellreise hast. Aber du hast jetzt hier so einen Wegpunkt. Na super, wo gebe ich Gas? Ja. Wo würdest du denn typisch als Gamer Gas geben, siehst du? Naja, das sind ja Sachen, die. Normaler Bumper. Ja, richtig, sieht es mir aus. Was ich noch, also sehr nett sind, es ist deutsch synchronisiert, wie du es gemerkt hast. Ja. So, komplett, auch die Sprachausgabe. Guck mal, wie gut ich Auto fahren kann im Gegensatz zu dir. Ja, du hast aber gar nicht außer verpasst. Ja, das macht nichts. Ich drehe gleich. Auf jeden Fall sind die Synchronsprecher an sich ganz gut. Ich kenne die Alternativroute. Aber, ja, ist auch ganz gut gemacht. Und, aber leider sind manche Synchronsprecher natürlich dann wieder, fallen dann komplett aus der Reihe. Das ist so komisch. Sehr sinnvoll, auf Autobahn oder auf der Schnellstraße kann man immer bremsen. Da gibt es einen Japaner und der hört sich total bescheiden an. Also Aiden als Synchronsprecher ist ganz gut und auch der Schwarzseher, ich sag, nenne ich es aber auch Schwarzseher, den Black 17, den will ich jetzt auch nicht verraten, wer das ist. Oh, das war ein Gorgenfahren. Also dafür kriegen wir keine Kurzung. Wer sehr gute Englischkenntnisse hat, da würde ich empfehlen, nimmt die englische Synchronsprache, vorzulagen. Hör ich mir gerade. Oder die englische Tonspur, die macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn. Man hat auch Möglichkeit, hier wie in der Ampel, kannst du dir umstellen, dann haben die andere Seite grün. Das ist ganz gut gemacht. Ich hatte eine Verfolgungsjagd. Ganz am Anfang. Da hat man dann. Die Autos sehen ganz gut aus. Ja, die sehen auch nicht schlecht aus. Auf jeden Fall kannst du die Brücke jetzt auch machen. Du musst X gedrückt haben. Also. Auf jeden Fall. Wo war ich denn schwer stehen geblieben? Ach Mann. Dass du aus der Story gerissen bist. Genau. Also benutze ich das. Die deutsche Synchro, die ist ja nicht miserabel schlecht, aber die ist halt nicht. Also die ist nicht durchgängig gut. Das kann man damit sagen. Also bei welchem Spiel war das bis jetzt mal so? Was, dass die deutsche Synchro durchgängig gut war? Ja. Boah, das ist schwer zu sagen. Fällt mir jetzt nicht sagen. Aber ist, ich finde, es wird immer zu ungerecht drauf rumgehackt. Auf die deutsche Synchro. Wir können froh sein, dass es wir ein Land sind, wo es gemacht wird. Weil ich denke, in anderen Ländern, ich weiß nicht, ob es spanische Synchronsprecher dann für das Spiel gibt oder türkische. Kann ich jetzt auch nicht zu sagen. Auf jeden Fall Synchronisationen für deutsche Sachen sind, beziehungsweise für Sachen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, ist in der Regel immer scheiße. Sei es Filme oder sei es für Spiele. Tut mir leid. Die meisten geben sich leider nicht unbedingt so besonders viel Mühe, wie es zum Beispiel im Originalland dann halt gewesen wäre. So hört sich ein amerikanischer Film auf Amerikanisch wesentlich besser an, oder beziehungsweise auf Englisch, als ein Actionfilm, der auf Deutsch synchronisiert worden ist. Gib mir eine Schweinebacke. Was mich noch stört beim Autofahren, nicht, dass es nur sehr arkadlastig ist, wie du gerade gemerkt hast. Finde ich ein bisschen, naja gut, kann man sich dran gewöhnen, ist jetzt nicht kein riesen Kritikpunkt. Ich habe die Raketen. Bis jetzt, die Raketen, genau. Aber man kann halt fast so gut wie alles umfahren. Ja. Auch Laternen und es passiert so gut wie gar nichts, finde ich. Ja, guck mal, ich habe vorhin auch Beulen im Auto, aber das Ding raucht nicht. Das Schadensmodell ist ganz gut. Doch, der raucht doch. So, müssen wir kurz still sein. Das ist eine Mission mitten, in der Mitte, also ihr braucht ja keine Angst haben.
genau wie er mich. Gut, ich schlucke. Also ich habe ja gestern im Video gesagt, dass ich ja die GameStop-Aktion mitgemacht habe und da haben sich natürlich gleich viele gemeldet. Ist ja auch ganz cool, dass ihr euch da auch geäußert habt zu der Aktion. Ich mache diese Aktion so gut wie auch nie mit. Ich habe es, glaube ich, zweimal mitgemacht. Es hat sich hier bei mir nur gelohnt, weil es halt sehr günstig war dadurch und ich die Spiele ja eh nicht mehr gebraucht habe. Weil, sagen wir mal ehrlich, Dark Souls hätte ich wahrscheinlich nie 30 Euro knapp bekommen. Jetzt versuche ich mich auf jeden Fall hier Stück für Stück vorzuhacken, um dahin zu kommen. Schlichter Schaltkasten. Achso, ja, kann ich den von hier aus? Hätte das gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Ich weiß. Ich habe auch diese Bekleidung hier von GameStop Vorbestellerzeug bekommen. Das ist nicht die Standardkleidung. Ja, springt will ich das nicht. Ich muss da hoch. Also wie ich auch schon vorhin schon erwähnt habe und auch gesagt habe, ist lieber gut geklaut, ne? Ich habe selber schlecht selber gemacht, aber sie haben aber bei sich selber geklaut. Also daher, also die Verwandtschaft zu Assassin's Creed ist hier nicht zu deutlich. Genau. Ist eben so. Aktivieren, ja, richtig. Jemand schmeißt das. Oh, das ist hier. So, müssen wir hier lang gehen. Man sieht ja schön die Schaltkreise lang zimmern. Mal gucken, wo wir jetzt hier, guck mal, ich bin auch schön verpixelt. Ich schon. Und, das erkläre ich gleich nochmal. Lass uns versuchen, erstmal diese komische Mission hier zu machen. Ah, hier ist der Weg da früh frei. Ein Ringel. Nach 20 Minuten haben wir es dann endlich geschafft. Oh, Sani hat es mitgeschafft. Oh, er hat es geschafft. Lass doch mal die Kirche im Dorf. So, jetzt können wir da oben das Ding hacken. Ist ja fast schon zu einfach gewesen, oder? Ja. Aber die Abwechslung ist auch ziemlich cool. Mit Verfolgungsfahrten, dann hier diese Hackaktionen, Rennen. Also hast du ja echt viele Möglichkeiten. Zack. Und jetzt müssen wir hier weiter hacken. Jetzt sind wir quasi im System drin und müssen jetzt versuchen, das Zeug irgendwie umzuleiten. Umzuleiten, genau. Nochmal so. So und so. Das ist natürlich doof. Mal so. Und einer muss nach oben, verdammt. Ach, der ist jetzt frei. Zack. Jetzt machen wir so. Jetzt ist der auch frei. Nee, ist er nicht. Aber jetzt. Zack. Oh, du ahnst es ja nicht. Oh mein Gott. So, da lang. Da lang. Ist der jetzt frei? Nein, ist noch nicht frei. Meine Güte, ist das kompliziert. Das ist halt mal ein bisschen weniger Gebumse. Ja, die Möglichkeit gibt es ja nicht. Ist das verwirrend? Der Sanitäter, ist das verwirrend? Ja. Zack. Zack. Wir müssen Stück für Stück vorgehen. Und den machen wir erstmal auf. Siehst du, genau. Wenn das einmal gecheckt hat. Zack. Dann machen wir den nach unten. Hat hier schon mal Verbindung. Der hat hier keine Verbindung, aber jetzt. Das heißt. Jetzt muss er oben noch einen haben. Wenn er oben noch einen haben. Ja, dann machst du den nach rechts. Ja, aber dann kommt der ja nicht an. Verstehst du? Verstehst du? Das heißt, der muss geradeaus zu. Und der funktioniert trotzdem nicht. Aber es ist easy, weil ich einfach den hier umdrehe. Und jetzt habe ich's. Tja, Kumpel, wer ist hier das Hirn? Was zur Hölle? Das Hirn! Haha. So. Was ist das Apartment? Mein Gott, ist das ein Wimmelbild! Weißt du, man könnte ja ein paar nackte Frauen sehen oder so. Nein, man muss hier Rotz, Müll, Aschenmäher, Zeitung, irgendwann Pornohäfchen aber. Was steht denn da?
Kannst du damit was anfangen? Natürlich. Wer kann das nicht? Logisch. Lösung ist Pi hoch mal 3. Kriegen wir locker hin soweit. Wir sind die Game Checker. So, das hacken wir uns mal in den Moni. Okay. Hat man sein Handy nicht immer mit eigentlich? Ja gut. Ab ins Handy. Ich Geheimnisse zogen dich immer an. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nichts, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit dem Nalo. Ja, okay. Ein Hacker fällt. Bitte, wir haben ein neues. Lässt ein Hacker eine. Lasst alles stehen und liegen, oh mein und Gott. Erledigt das. Du hast doch was von Abwechslung gesagt. Guck mal, mein Ausschnitt da. Ah. Achso. Nicht mehr. So wie zum Thema Abwechslung. So, pass mal auf, Kumpel. Zack und du. Juhu! Oh, schade. 3 Punkte noch. Tag. Bob. Da war ja nicht viel. Bob. Bob. So. Guck mal, ich mach mal hier rüber. Was können wir hier noch zerstören? Mal machen die Luke mal wieder zu. Ist weit ein Rest. Weil hier sind ein paar mehr. Ich hoffe, du hast eine Knifte. Ja, klar, ich habe eine Knifte. Gehackt. Sprenge. Guck mal, sein Akku, ich lasse mal sprengen. Guck mal. Oh, 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 oh. Ja, warte, los. Ach, Idiot, lass uns noch da, was ist, mein. Ah, der war schlau. Das kann ich schon sprengen. Nee, das hat schon gesprengt. Das hat schon auch schon gesprengt. Gehen hier irgendwie was? So. Ich weiß noch, ein blöder Gaspulle im Kopf. Was hast du denn da für eine Amateurknifte? Eine Amateurknifte hier. Zeig mal. Was? Was? Amateurknifte. Man hätte schon hingelegt, ey. Easy going. Vier Leute noch ein bisschen was bieten hier. Oh, guck mal. Aber es sind immer noch ein bisschen dieses Auto visieren. Gott! Ach, das Auto sprengen. Hat der gerade seinen eigenen Typ umgehauen? Ich glaube ja. Das ist eine Schrotflinte, ne? Der hat eine Schrotflinte. Der hat eine Schrotflinte. Ich soll das vielleicht mitnehmen. Ich sehe. Du siehst mich doch gar nicht. Auf jeden Fall wurden die Rumpeltrigger mit. Oh, die Rumpeltrigger mit eingebaut. Und stirbt noch endlich. Nein, nein, komm, komm, komm. Alter! Ja, den zeigen wir nämlich auch gleich mal, diesen Talentbaum. Der ist sehr verwirrend. Zack! Na, na. Was macht der da so weit nah? So weit nah, was ist das noch? Das ist ein toller Kumpel, den ich da habe. Ich mach hier gleich einen Fußgänger. Batz!
Neutralisiert durch einen Zuschuss. Naja, merkst du was? Der ging den Hauptschlagader durch. Also bis jetzt muss ich auch sagen, dass die Story so einigermaßen vorankommt. Ich habe wohl auch gelesen, dass viele mit der Story unzufrieden sind. Jetzt hast du nur noch einen vor ihr. Ja. Kannst auch Nahkampf-Kills machen. Ja, aber gut. Bam! Bam! Das war ja nun mehr kein Kill, das war ja mehr, ich hau dir in die Schnauze, aber... Auf jeden Fall haben sie mir ein Auto da gelassen, das ist sehr nett. Nein. Das sind wieder heile, genau. Nein, das ist doch ein anderes, wir hatten noch was anderes, das ist explodiert. Also andere Sachen, du kannst hier auch gleich, das können wir gleich mal aus Spaß haben, ausprobieren. Wir müssen ja nicht hier weiter auf die Mission drauf zugehen. Hier ist dieser sogenannte Fähigkeitsbaum mit Hakenfähigkeiten quasi. Dann haben wir hier Kampffähigkeiten, das artet sich dann aus mit zum Beispiel schneller Wechsel von Waffen mit. Geht rüber zu Pistolenexperte, Schrotflintenexperte, erhöht die Feuerschaden, bla bla bla. Fokus, Genauigkeit, verbesserter Fokus, verlängert Stilsprint, also kannst du wie schnellstmöglich unsichtbar. Steht doch da, verringert ihre Entdeckungsgrade beim Sprinten. Kritischer Fokus, schieß mich tot und mehr Rüstung, Kugelwiderstand, bla bla bla. Dann haben wir hier hergestelltes. Da kann man halt so andere Sachen, halt Köder bauen. Mit Sachen, die man halt bekommen hat, kannst du Köder bauen. Kannst du ja mit dem Handy dann quasi auch aktivieren. Habe ich jetzt noch nicht viel benutzt. Splittergranaten bauen. Das ist ja wie MacGyver ist der Typ eigentlich. Ne? So, und dann halt Fahrzeuge. Das Einzige, was ich jetzt natürlich schon gemacht habe, ist Auto öffnen. Schaltet automatisch Fahrzeuge ab und öffnet die Tür. Das heißt, ich musste nicht mehr einschlagen. Und dann frei los. Kannst du auch invasiert werden. War am Anfang ein bisschen nervig, musst du aber nicht, du musst es zulassen. Und dann hackt sich ein Typ bei dir ins Spiel ein und du kriegst einen kleinen Radius auf der Karte angezeigt. Und dann musst du, und der verringert sich auf die Zeit, umso kleiner der Radius ist, umso mehr läuft auch die Zeit ab, aber umso näher weißt du, wo er ist. Und dann musst du halt mit deinem Handy anfangen, den zu suchen und zu scannen. Ich hatte einen, der hat sich richtig blöd angestellt, der ist dann einfach quer über die Straße gelaufen. Kein Passant läuft so quer einfach doof über die Straße. Das heißt, ich brauchte ihn nur in den Hintern schießen, dann war er platt. Aber ich hatte einen, der hat sich neben eine Bank gestellt, ungefähr so. So, und hat die ganze Zeit so... Und ich stand genau neben ihm, quasi hier. Und habe nach da gescannt und habe nichts gefunden. Und drehe mich dann so um und dann so... Eindringling erkannt. Und ich sage, hä, der bewegt sich ja immer noch nicht. Ich sage, das ist der doch. Kurz gewartet eine halbe Minute, bewegt sich nicht. Ich sage, okay, jetzt ist doch zu auffällig. Das Schlimme ist, er kann dich aber auch nicht angreifen. Darf er nicht. Er darf dich nicht töten. Das heißt, entweder er hackt dich, ja klar, dann in der Zeit natürlich weiter an mir rumgehackt, aber dann habe ich es natürlich dann doch noch geschnallt und habe ihn dann doch erschossen. Was ich natürlich in der Hinsicht ganz cool fand. Des Weiteren sind auch die Passanten, die sehen alle unterschiedlich aus. Also ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass ich sage, boah, das sieht genauso aus wie der andere. Also, Kumpel, ich bin größer und stärker als du. Und falls nicht, sagst du mal Trinity Bescheid, dann hast du auf jeden Fall schon mal die Download-Software dafür. Richtig. Und man kann ja auch die Kameras wechseln. Man kann sogar von innen fahren mit Cockpit-Perspektive, genau. Ist jetzt natürlich kein Forza und irgendwie, ne? Aber es funktioniert. Hupen kann man auch. Ui, oh, jetzt yes, Maria, ich hab da den. Oh, gut, ich sollte mir daran gewöhnen, dass ich hier einen LKW fahre. Oh, yes! Oh, hi. Also, wie gesagt, die Automodelle sehen sehr geil aus, wie du schon gesagt hast. Aber die Grafik ist nochmal immer noch grün hier in der Hand. Du kannst auch nicht zu aufbauen, du hast unten eine Akkuanzeige, das heißt, du kannst hier nicht die ganze Zeit hin und her. Da musst du irgendwann mal in dein Apartment zurück und dein Handy wieder aufladen. Ich habe mich schon gefragt, ob das die ganze Zeit permanent geht. Nee. Auf jeden Fall hast du hier in dieser Stadt extrem große Möglichkeiten. Die ist auch ziemlich groß. Wie gesagt, diese Tower gibt es hier wie bei Assassin's Creed. Sonst kannst du halt die Leute nicht scannen, die musst du halt einnehmen. Fand ich gleich wieder ein bisschen nervig. Ich habe erst zwei eingenommen, glaube ich. Ist halt wieder mit Hacken hier, Hacken da, Tür auf da, damit du da hochkommst, Lift benutzen, hier hacken, hier einen Finger am Po stecken und dann kannst du endlich dein Handy da nehmen. Dann kannst du auch mal kacken nehmen. Genau. Also die Möglichkeiten sind extrem in dem Spiel. Bis jetzt kann ich noch nicht viel sagen. Die Story ist halt bis jetzt durchwachsen. Gameplay ist gut. Fahrerei ist sehr arcade-lastig. Also wie gesagt, deswegen... So, waren wir jetzt auch schon ein paar Mal überlegen, ob wir diese Zockt an
Sachen immer ein bisschen kürzer machen oder überhaupt weglassen und das erst dann machen, wenn wir das wirklich durchgespielt haben. Aber ich denke, vielleicht könnt ihr uns ja sagen, vielleicht gefällt euch das ja, wenn wir es dann kurz vorher nochmal anzocken und uns eine ganz kleine, euch eine kleine Meinung geben. Vielleicht gefällt euch das ja. Sag ich, was sagst du? Bist jetzt zum Anfang, du hast es noch ja weniger gesehen wie ich. Ich habe jetzt schon 4-5 Stunden gespielt. Also ich finde es jetzt, sagen wir mal, ein sehr gutes Spiel. Also nicht super überragend. Es ist auch nicht von der Grafik nicht so, wie sie auf der E3 präsentiert haben. Aber es ist nicht verkehrt. Ja, nett vom Spielprinzip her aufgebaut, was man so an Möglichkeiten hat. Gesehen habe ich nicht viel. Aber ich denke mal, das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial für ein paar Stunden ordentlich Spaß zu machen. Und wenn man das jetzt auch noch mit mehreren Leuten spielen kann. Ja, es gibt viel Multiplayer-Sachen. Ich habe gestern, das muss ich schon erwähnen, ich habe gestern eine Multiplayer-Sache mitgemacht. Das war irgendwie sowas wie Capture the Flag im Endeffekt. Einer musste anfangen, das Zeug zu hacken, das dann mitnehmen und dann musste halt die andere Gruppe versuchen, das zu klauen. Also war ganz lustig. Ganz ansehnlich. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe noch nicht viel gemacht. Und mit diesen Eindringlingen hat mich zuerst genervt, aber du musst es halt nicht annehmen. Das ist ganz gut. Weil wenn du irgendwo auf dem Weg zur Mission bist und du musst halt quer durch die City fahren, viele Leute draußen, ihr liebt das ja wahrscheinlich, durch diese offene Welt zu fahren. Mich kotzt das ab und zu richtig ab. Tja. Gut. Mal so. In dem Sinne bin ich raus. Bist du auch raus? Ja. Sind wir beide raus? Ja. Ich bin der Uschi. Ich bin der Sani. Hau rein.